Na dann, Teil 2 des AMQ TV Sport Talks mit unserer Runde. Karl Schmidt, Klaus Stalpmeier, Philipp Watz und Franz der Hexer Fischer. Erstmal Werbung in eigener Sache möchte ich mal machen. Und zwar hätte AMQ TV Interesse daran, in diesem Jahr bei der Murnauer Marktmeisterschaft eine Mannschaft anzumelden. Wir würden gern in der Hobbyrunde spielen. Das heißt, wir bräuchten noch den ein oder anderen Spieler, der keinen Spielerpass hat und vielleicht Lust hat, bei uns mitzukicken. Also danach, oder wer es auch am Fernsehschirm jetzt sieht, wir suchen noch Leute für die Marktmeisterschaft. Und natürlich auch 2 Profis, aber da wollen wir schon ein paar Granaten im Sturm oder in der Abwehr dann haben. Wunderbar. Jetzt fangen wir erstmal an mit unserer klassischen Videoanalyse. Wir haben für euch den Infoscreen wieder aufgebaut. Wir schauen hier am Laptop oder eben auch am Infoscreen. Und zwar die erste Szene ist aus dem Derby des 1. FC Garmisch-Partenkirchen gegen den SV Ullstadt. Wir wollen zuerst einmal, da müsst ihr jetzt alle leise sein, die Aussagen von Peter Kramer, unserem Experten, und am Elvis hören, die da nicht ganz zufrieden mit ihrer eigenen Mannschaft waren und wollen dann mal analysieren, was da denn so falsch gelaufen ist. Also, schauen wir mal rein. Szene 1. Da ist die falsche. Ich bin wirklich maßlos enttäuscht gewesen über die Leistung, was wir da heute gesagt haben. Eine Stunde lang waren wir Statisten, haben nur reagiert statt agiert. Und wenn man da im Garmisch Fußball spielt, dann muss man ganz anders auftreten. Man hat sich im Vorfeld natürlich unter Druck gesetzt, das war klar. War natürlich von mir auch und irgendwo ein bisschen bewusst, weil man einfach gesagt hat, gut, wie reagiert die Mannschaft. Und es war dann eigentlich interessant, wie sie reagiert hat. Und da muss man natürlich drüber sprechen. Also das war gar nichts. Das war überhaupt nichts. Und das ist die angesprochene Szene, die erste, das 1 zu 1, für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Was lief denn da falsch? Wir wollen gleich mal in die nähere Analyse einsteigen mit der Wiederholung dieser ganzen Szene. Und zwar hätten wir da einfach mal den Ball von Stefan Durr an die Expertenrunde. Was läuft bei der Viererkette des SVO hier falsch, dass der Mann da in der Ecke vergessen wird? Ich habe gar nicht gewusst, dass der Kramer-Bäder noch Trainer in Ullstadt ist. Aber Klausi, wenn du das Mikro schon in der Hand hast, analysier doch mal die Szene bitte. Ja, das ist dein Job. Du bist der Experte. Nein, also das sieht man ja ganz, ganz offensichtlich, dass die Viererkette da in der Mitte viel zu offen ist. Ein Riesenloch, die müsste viel kompakter stehen. Der Spieler vor der Abwehr, das sehe ich jetzt ein bisschen schlecht, wer das ist, kommt nicht in Zweikampf, ist auch 3-4 Meter weg, kann den perfekt gespielten Ball, muss man auch dazu sagen, nicht verhindern. Aber wenn ich da die Viererkette so weit entzerre, dann ist klar, dass da ein Tor draus fällt. Karl. Ja, ich sehe es genauso wie der Franz. Man sieht es auf dem Bild ganz deutlich, die Viererkette ist total entzerrt. Bei einer Viererkette ist der normale Abstand von Spieler zu Spieler ca. 12 bis 15 Meter. Und es soll eigentlich sauber eingehalten werden. Und man sieht da ganz genau, dass der linke Verteidiger oder wer das jetzt da immer ist, nicht nach innen schiebt und dann hat er eben die Lücke offen. Und der Pass war natürlich genial gespielt. Das darf man nicht vergessen. Eine Frage eben nochmal zum linken Verteidiger. Der dreht seinen Kopf natürlich zum Ball, ist klar. Aber muss er da in der Szene erst einmal eigentlich Richtung Mann arbeiten? Der muss Richtung Mann arbeiten, die anderen müssen es eng machen, die anderen drei. Und der Innenverteidiger, der muss auf dem Ballführenden rausgehen. Es ist Sinn von der Viererkette, dass der sofort den Ballführenden attackiert. Die anderen müssen es eng machen. Beides ist nicht geschehen. Logische Konsequenz, Gegentor, Anfang vom Ende. Ganz kurz nochmal, also ich sage nochmal kurz zu dem linken Verteidiger da, oder dem linken Mann in der Viererkette. Man hat eigentlich, man geht immer davon aus, dass so ein Spieler sollte einen Dreiecksblick haben, also der soll den Gegenspieler sehen und auch den Raum sehen. Also der müsste den eigentlich gesehen haben, dass der da rein startet, weil ja der vorher am Nein läuft und dementsprechend hätte er nachrücken müssen, ganz klar. Trotzdem wunderschön gemacht vom Tor. Und Tore fallen nur, wenn Fehler passieren. So ist es. Das kostet einen Euro. Das kostet einen Euro. Wir lassen die Szene weiterlaufen. Danke, Philipp. Und gehen dann gleich zur nächsten. Die passiert nämlich direkt nach der Pause, ich glaube 4 Minuten später. Was läuft denn hier beim SVO wieder vollkommen falsch in der Verteidigung? Okay.
Genau, wir halten jetzt erstmal hier an. Wir haben die Szene gleich auch noch aus dem anderen Blickwinkel. Wer will denn anfangen? Ja gut, war das ein Innenverteidiger von Ullstadt, ein katastrophaler Fehlpass. Der will zu seinem Außenverteidiger passen. Den darf er natürlich so nicht spielen, da muss er wahrscheinlich zur Grundlinie und den Ball dann schlagen oder ins Ausschlagen. Und so will er den Pass versuchen. Der kommt nicht durch, der Außenverteidiger ist dann nicht mit eingerückt, hinten sehen wir es deutlich. Der zweite Innenverteidiger ist, ja, der ist eigentlich an seinem Mann dran, der steht hinter seinem Mann, aber die Lücke zu dem Stoßstürmer, der dann das Tor erzielt, die ist dann natürlich zu groß, aber der Fehler geht natürlich von dem Innenverteidiger mit dem, ich weiß gar nicht, wer es ist, aber mit dem Fehlpass aus. Ich glaube, Tobi Fels, aber wir wollen ja keinen Namen nennen. Nein, um Gottes Willen, nie Namen nennen. So, schauen wir nochmal aus der Szene, nämlich was davor schon passiert, denn der bekommt da eigentlich ziemlich unbedrängt da den Ball, der gute Michi Huber. Ja, ich weiß jetzt nicht, das schaut so aus, wie wenn Ullstadt da in der Vorwärtsbewegung gewesen wäre, weil die Abwehr ziemlich aufgerückt ist und dann eben der Pass in die Tiefe gekommen ist und die zwei Innenverteidiger, sofern da wirklich zwei sind, ich sehe glaube ich bloß einen, der andere, der linke müsste Außenverteidiger sein, der dann noch innengerückt ist oder weiß nicht, wer das ist. Das ist der Innenverteidiger. Das sind die zwei Innenverteidiger, also sie waren dann viel zu hoch, viel zu weit aufgerückt und sind dann wahrscheinlich durch einen Fehlpass im Spielaufbau ist das dann passiert, vermute ich jetzt mal. Ja, jetzt noch mal ganz kurz zu dieser Szene, die vorher im anderen Blickwinkel zu sehen war. Meiner Meinung nach ganz derselbe Fehler wie beim 1-0. Der Außenverteidiger ist wieder nicht nach innen gerückt, diesmal auf der anderen Seite. Ganz deutlich zu sehen. Da sieht man es perfekt, dass der rechte Außenverteidiger, der muss da reinschieben, der muss eng machen. Ich weiß gar nicht, an was der da gerade denkt oder was der gerade macht da draußen. Ganz genau. Vielleicht bindet er sich gerade Schubbein, ich weiß nicht. Aber also da steht er auf jeden Fall nicht richtig. Ganz klar. Und dazu vermisse ich da jetzt auch noch irgendwo einen Sechser oder sofern sie in dem Spiel angegeben hat, müsste er eigentlich auch da sein. Wunderbar, das war die Videoanalyse. Danke, das haben wir wieder sehr schön aufgeschlüsselt, was da falsch gelaufen ist beim SV Ullstadt. Wir haben aber natürlich noch eine zweite Szene und die betrifft das Derby. Ich glaube, ihr habt es alle schon gesehen. Da ist ein ziemlich kurioses Ding, ein Geniestreich, ein Lausbubenstreich, wie man es nennen will, passiert, nämlich von Benedikt Fischer vom SV Ullstadt. Und wir wollen jetzt mal analysieren, was der TSV hier anders machen hätte können, dass so ein Tor nicht passiert. Mhm. Erst einmal ein dummes Foul. Der österreichische Nationaltrainer. Und jetzt? Was? Sieht aus wie das österreichische Nationaltrainer. Manninger. Der Spieler, das überlebt hat? Ja, ich glaube gerade so. Dem Schrei zufolge eher nicht. Und dann stellt sich natürlich keiner vom Ball, also mal weiterlaufen. Das ist natürlich dann wahrscheinlich auch ein Stück weit Cleverness. Stellt sich keiner vom Ball. Er macht es natürlich überragend, also Tor des Jahres in der Kreisliga. Steht keiner vom Ball, kann frei schießen. Dass der reingeht, ist natürlich auch einer halt von 100. Also ich denke, weil du gefragt hast, was kann der TSV anders machen? Das Einzige ist, das Foul ist wirklich relativ ungeschickt. So dass er dann mit schlechtem Gewissen auch noch eher schneller weggehen sollte vom Ball, glaube ich. Weil er eh schon so ein Ding... Und dann ist es ja kaum zu verteidigen. Also der Spieler, der wo nur in der Nähe vom Ball steht, der kommt da nicht hin. Also der müsste ja reinspringen vor dem Ball. Also es könnte nur der gefault hat, sich nur mal vor dem Ball stehen. Das hat er sich nicht traut wahrscheinlich. Torwart trifft keine Schuld, meiner Meinung nach. Da muss er stehen. Schauen wir mal auf den Torwart, muss er da stehen? Ja, auf alle Fälle. Trifft keine Schuld, kann er nichts machen. Franz? Du als Legende, als Philipp, ich gehe zu 100% mit deiner Meinung in dem Fall d'accord. Der Fehler, bei der Szene gibt es zwei Fehler. Eine Fehler von dir 100% richtig angesprochen ist das Foul, unnötig und dumm. Danke, Franz. Gerne. Und die zweite Szene, der Spieler, der das Foul macht, muss sich sofort Richtung Ball wieder orientieren, muss den Ball sperren, dass der Freistoß nicht kurz ausgeführt wird. Aber einfach stark gemacht vom Benedikt Fischer. Der sieht diese Situation, er schaltet da sofort um. Dass er den dann so gut trifft, ist Glück, gar keine Frage. Aber Torwart, da kann er in dem Fall nichts machen. Ja, also
dazu kann man eigentlich nur sagen, sowas passiert in einer Saison, denke ich mal, 100 Mal so ein Foul. Und dass auch der Abwehrspieler da ein paar Schritte zurückgeht, ist irgendwo auch verständlich. Natürlich müsste sie vorne hinstellen, aber Leute, wir dürfen nicht vergessen, wir spielen Kreisliga und der Verteidiger hat sich eben dann auch schnell nach hinten orientiert und dass der so einen super Schuss abliefert, das, mit dem hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Wunderbar, danke euch vier. Jetzt wird es interaktiv. Wir verteilen jetzt 10 Gerüchte oder ich glaube 11 Gerüchte, die so aktuell im Umlauf sind. Ihr lest sie vor. Wenn ihr wollt, dürft ihr eine kurze Einschätzung dazu geben. Wenn ihr nicht wollt, gehen wir es gleich weiter an die Runde und wir diskutieren drüber. Ich verteile die mal. Gott sei Dank hast du deine Lesebrille dabei, Karl, gell? Du kannst nicht lesen, Bam Bam, oder? Okay, dann gehen wir mal die Reihe nach durch. Simon, bitte. Ich habe das Gerücht Christoph Seidel zum TSV Murnau. Von dem habe ich auch schon einiges gehört, also von dem Gerücht, dass er zum TSV Murnau auch schon viele Angebote bekommen hat und da werde ich jetzt eure Meinung dazu hören. Wunderbar. An die Runde. Wir haben einen TSV-Experten, wir haben einen, bei dem er spielt. Karl ist auch noch dran am TSV Murnau. Christoph Seidel zur Info, ich glaube 19 Jahre, offensiver Mann, technisch stark, torgefährlich, wenn er will. Wer ist der Mann für den TSV? Wie steht er zum Gerücht? Ja, das Gerücht ist in Uffing schon angekommen, das stimmt. Ich glaube, der Christoph wäre für jeden Verein eine Bereicherung, aber ist ganz klar Uffinger und das bleibt auch. Philipp, wer ist der richtige Mann für den TSV? In der Offensive, denke ich mal, können es gut nachrüsten. Ich kenne seinen Spielstil nicht, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Aber wenn der Klausi sagt, dass er unglaublich stark ist, dann ist er wahrscheinlich unglaublich stark und dann muss er beim SV Uffing bleiben. Wunderbar. Nächstes Gerücht. Ja, ich habe den Andi Knoll zum Lengrieser SC. Habe ich jetzt noch gar nichts von gehört, aber kann ich mir auch nicht vorstellen, weil der Knolli, glaube ich, durch und durch vom TSV überzeugt ist. Und ja. Ich glaube, ich muss Karl, da Karl beantworten. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich eine Spezialdisziplin von Karl. Inwiefern? Ja, irgendwie habe ich da schon mal gehört von ihm. Zum Andi, also da muss ich mich ehrlich gesagt raushalten. Ich weiß was, aber dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Das ist ja schon sehr vielsorgend. Passt das vom Anforderungsprofil? Sagen wir mal rechts Georg, links Knoll, wäre schön, oder? Beim Lengrieser SC. Das wäre natürlich sehr schön, aber die Frage ist, ob er sich die Fahrerei antun will. Also nach Lengrieser ist natürlich auch nicht der nächste Weg. Ist natürlich auch mit entsprechenden Anstrengungen verbunden, aber dass der Knolli, wenn er wieder fit ist, das ist ja immer die Grundvoraussetzung, was er jetzt halt schon lange nicht mehr war und derzeit auch nicht ist, wenn er wieder fit ist, dass er jeder Mannschaft, ob Kreisliga und in der Regel auch Bezirksliga, weiterhelfen kann, das ist, glaube ich, unbestritten. Philipp, ganz kurz, was denkst du, wie viel Prozent das passieren könnte? Also ich sehe es eigentlich auch so, dass er durch und durch Murnauer ist, dass er sich, ich weiß, dass er sich sehr, sehr reinhängt und dass ihm der Verein relativ viel bedeutet. Deswegen kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass er nach Lengries wechselt, um eine Liga, in Anführungsstrichen, nur eine Liga höher zu spielen. Okay, wunderbar. Nächstes Gerücht, Max. Georg Flöß zum SV Uffing. Habe ich gehört, aber beurteilen kann ich es nicht. Georg Flöß zum SV Uffing. Klar. Wenn wir den Abteilungsleiter schon da haben, dann musst doch du mal ganz klar dazu Stellung beziehen. Keine Phrasen, keine Floskeln, sondern jetzt musst du mal hier die Hosen runterlassen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja kein Gerücht. Das steht schon fest, oder? Damit haben wir es offiziell. Übermorgen in der Zeitung, Georg Flöß zum SV Uffing. Wie gesagt, wir haben ein paar
wir haben ein paar Gerüchte, in Anführungsstrichen, die schon fix sind. Das war eins davon. Gehen wir weiter. Patrick? So, wir haben hier Thorsten Kurz nach Oberau. Weiß ich nichts davon? Thorsten Kurz, zuletzt in Fahrrad Trainer, sehr engagierter Mann. Oberau, lang bekannt, Heini Korthals macht Schluss nach der Saison. Ist das der Mann für den FCO? Also ich hoffe nicht, dass es schon fix ist, ein fixes Gerücht, weil also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, der Thorsten, der will jetzt erst einmal eine Pause machen, weil er zeitlich auch recht eingeschränkt ist mit seinem Laden, hat er viel zu tun. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist sicher nicht so. Okay. Lass mal so stehen. Du lachst schon wieder so, als wie du irgendwas wissen würdest. Alex, Max, wer will? Also wir haben Christian Schulmeister, neuer Trainer in Murnau. Okay, das ist natürlich dann... Ja, das wissen wir ja schon, das war ja nach deinem letzten Video. Im Interview hat der Prisi das ja schon bestätigt. Ob es jetzt der richtige Mann ist, sind wir uns uneinig, aber... Wunderbar, dann wollen wir die Szene nochmal laufen lassen. Genau bei der Jahreshauptversammlung letzte Woche hat es Philipp Zöpf bekannt gegeben. Yoshitaka Nagasawa geht zurück nach Japan. Für ihn übernimmt Christian Schulmeister. Ich habe den Bericht heute dafür eben geschrieben. Für der Trainer für die zweite Mannschaft steht auch fest. Christian Schulmeister wird ab der kommenden Saison die zweite Mannschaft trainieren. Und ich glaube, da haben wir jetzt ein gutes Trainergespann für die erste und zweite für die kommende Saison. Kurz und prägnant, ein gutes Trainergespann für die erste und zweite. Sind Sie das, die beiden? Ja, also zu dem Thema möchte ich mir jetzt ganz ehrlich gesagt nicht äußern, weil ich kenne die ja zu wenig. Den Christian kenne ich besser, den Herrn Link kenne ich überhaupt nicht. Also von daher kann ich da mich nicht äußern. Ich würde es wieder gerne was sagen, aber du wisst es ja, ich darf natürlich wieder nicht. Klasse, habt ihr selbst noch? Ja, Schuppi kennt man, ist lange Jahre Trainer im Landkreis gewesen. Ich denke, es ist ein erfahrener Trainer. Es ist auf jeden Fall ein Trainer für Murnau, der was auf die Beine stellen kann und das sicher mit vollstem Engagement machen wird. Also so kennen. Lass mal so stehen. Jetzt müssen wir, glaube ich, auf die andere Seite rüber. Jetzt schauen wir mal, ob das Kabel reicht. Also ich habe hier das Gerücht Speedy Schwinghammer zum FC Penzberg. Genau. Der letzten Berichterstattung, die sind jetzt relativ, oder haben sich aus der Kreisklasse verabschiedet. Ich weiß nicht, ob er sich das urteilt. Der FC Penzberg will anscheinend ein bisschen aufrüsten. Speedy Schwinghammer ist da bestimmt der Kandidat, oder? Was meint ihr? Ich weiß jetzt nicht, ob die Penzberger vielleicht so gut zahlen. Einen anderen Grund kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, warum er in die A-Klasse gehen sollte. Wenn sie absteigen, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das Speedy ist einer, der extrem ehrgeizig ist, der immer hohe Ziele hat und der auch eine Mannschaft gern hat, die auch Fußball spielen kann, den er was erreichen kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob er für die A-Klasse, ob das der Anspruch von ihm ist und ob er das möchte. Deswegen kann ich mir dieses Gerücht nicht vorstellen und möchte es eher in das Reich der Fabeln verweisen. Dann möchte ich dich in das Reich der Zahlen der AMQ-TV-Gäste verweisen. Ich schmeiße jetzt schon mal 2 Euro rein und hab dann wieder eine Phrase gut, oder der Philipp hat eine Phrase gut. Machen wir so. Aber ich glaube, egal wo ein Trainerposten auch irgendwo frei wird im Landkreis, da ist der Speedy Schwinghammer immer ein Kandidat und immer ein Gerücht wert. Also wir könnten jetzt, glaube ich, jede Mannschaft durchgehen, die nächstes Jahr unbesetzt ist mit dem Trainer, und jedes Mal kommen wir wahrscheinlich auf den Speedy Schwinghammer. Vielleicht braucht er die AMQ-TV-Mannschaft noch ein. Für die Marktmeisterschaft. Ich glaub, da müsste man Speedy auf alle Fälle mal fragen. Ja, da wäre, glaube ich, der Beste. Also ich glaube, FC Penzberg ist ja bei uns jetzt in der Gruppe drin. Man hat ja schon gelesen auf VRT und so, dass sie wohl sich kräftig verstärken, ob A-Klasse oder Kreisklasse, ist einer relativ wurscht. Also werden sie da schon ein Konzept dahinter stehen haben. Ich glaube allerdings nicht, Speedy war beim ESV-Trainer, ob er jetzt dann zum Ortsrivalen geht, und mit Jürgen Seifert fahren sie eigentlich gerade momentan ganz, ganz gut, also was die Stimmung in der Mannschaft angeht. Okay, gehen wir eins weiter. Also ich habe das Gerücht Dennis Destek zum FC Bad Kohlrub, und ja, ich schätze, also so wie ich den Dennis kenne, der ist Ufing durch und durch, dass das Gerücht auf jeden Fall nicht stimmt. Bad Kohlrub kann heute, glaube ich, ganz gut gebrauchen, die haben 3 Mannschaften. Dennis Destek zum FC Bad Kohlrub. Also, dass der Dennis, das ist ja Wahnsinn, dass der Dennis, glaube ich, sich schon 1-2 Mannschaften aussuchen kann, das wissen wir.
Wir reden aber relativ intensiv und oft miteinander. Also das Gerücht würde ich jetzt mal verneinen. Was meint er selber dazu? Dennis? Ja, ich denke, dass ich nächste Saison in Uffing spielen werde. Klare Aussage, wunderbar. Machen wir gleich weiter? Also ich habe das Gerücht, der Michael Goller zum SV Uffing. Michael Koller, Trainer des FC Oberau Frauenfußball. Ist das ein Mann für die Jugend, für die erste, zweite, für den Trainerstab? Also, wenn er Lust hat, die zweite zu machen, dann ist er gern gesehen. Also, da haben wir definitiv noch eine Planstelle, die wir gerne wirklich besetzen möchten und auch noch nicht so die endgültige Lösung dafür haben. Und die bräuchte man aber, weil ich vorhin ja gesagt habe, wir haben ja auf Sicht eigentlich... sind wir ja ganz gut aufgestellt, also viele, die aus der Jugend rauskommen, eh schon eine junge zweite Mannschaft, die auch talentiert wäre. Wer das machen will, ich kenne ihn nicht persönlich, sagt jetzt was. Also ich muss sagen, der Koller Michi ist ein überragender Trainer. Ja. Also wirklich ein überragender Trainer, ein Fachmann, der ist weit geschätzt. Und wenn Uffing die Chance hätte, egal in welcher Funktion, welche Mannschaft, so einen Fachmann zu bekommen, dann, Klaus, ich sage dir ganz ehrlich, dann müsst ihr zuschlagen. Das wäre absoluter Topmann. Ich habe mir eher gedacht, dass er vielleicht sich irgendwo in der Kreisliga mal einen Trainerposten ergattern kann. Absoluter Topmann. Und wenn du ihn kriegen kannst, dann kannst du mir vertrauen. Dann musst du ihn nehmen. Also es hat sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch angehört, dass ich ihn nicht kenne. Ich weiß schon, wer es ist und schätze ihn. Aber es ist jetzt nicht auf das Gerücht hin geplant bisher. Also, fix ist noch nicht, aber einen kleinen... Augenzwinkerer haben wir, glaube ich, alle vernommen. Nächstes Gerücht. Patrick Witzke und Manuel Pratz zum FC Bad Kohlgrub. Patrick Witzke und Manuel Pratz zum FC Bad Kohlgrub. Philipp. Also Manuel Pratz, nein. Patrick Witzke ist ja auch da. Patrick Witzke spielt ja zurzeit nicht in Murnau oder spielt keine Rolle in Murnau, warum auch immer. Patrick Witzke könnte ich mir in Kohlgrub gut vorstellen, ich könnte ihn mir aber auch in Ohlstadt gut vorstellen. Fragen wir ihn doch mal selber, oder? Fragen wir ihn mal selber. Patrick, schaut's aus. Entschieden ist noch nichts, so viel dazu und mehr will ich im Moment auch nicht sagen. Wenn sich was entschieden hat, dann teile ich es euch mit. Wunderbar, klare Ansage, sehr schön. Karl? Ja, ich denke auch, beim Manu... Definitiv wird er in Murnau bleiben, so meine Einschätzung vom Manu. Und beim Patrick hat sich natürlich jetzt das eine oder andere aufgestaut. Dass der Patrick ein fantastischer Fußballer ist, das wissen wir alle. Der seine Stärken und aber auch Schwächen hat, das weiß er auch sehr gut. Und ich vielleicht auch ein bisschen. Aber der Patrick hat die Qualifikation und das Können, in jeder Kreisliga-Mannschaft zu spielen, vielleicht sogar eine Klasse höher, wenn er den entsprechenden Trainer dazu hat. Michael Schöttl zum TSV Murnau. Michael Schöttl zum TSV Murnau beim BSC Oberhausen. Das Gerücht haben wir aufgeschnappt schon vor ein paar Monaten. Ich weiß nicht, ob sich so vehement hält, aber natürlich ein Mann, der unter Willi Link schon gespielt hat. Eure Meinung dazu? Oberhausen steigt ja wieder ab aus der Bezirksliga. Er kennt den Willi Link. Kann ich mir vorstellen. Also ich denke, dass Oberhausen sich jetzt mannschaftlich gerade in der Rückrunde wieder einigermaßen gefangen hat. Ich glaube, da war mehr Chaos in der Winterpause. Sie sind jetzt wieder, glaube ich, vom Verein her ein bisschen ruhiger. Oberhausen ist allerdings jetzt eine Mannschaft, die jetzt nicht so unbedingt bei uns immer so auf dem Schirm ist. Was ich nur sagen wollte, der Manu Pratz, wenn er wohin geht, dann soll er als Uffinger nach Uffing gehen und nicht woanders. Wunderbar. Und eins haben wir noch, ein letztes. Und auf die andere Seite rüber. Stimmt es, dass Josi Niklas zum FC Garmisch wechselt? Josi Niklas zum FC Garmisch. Also ich komme aus... überhaupt nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Niklas ist auch ganz ein toller Fußballer, dem alle Türen offen stehen. Und ich denke, wenn sich der
woanders hin verändert als wie Kohlgrub, dann wird er höherklassig spielen. Wenn der Karl das so sieht, also da dürfen wir nicht widersprechen. Also ich denke auch, dass Spieler in unseren Klassen, also wenn einer eine Chance hat, dann höher. Also ich kann mir nicht vorstellen, also vorher haben wir das Thema Geipel durchgekaut, sagen, die bleiben alle und fordern ihn auf zu bleiben. Und jetzt da in der Liga hin und her wechseln, also glaube ich nicht. Macht sportlich keinen Sinn, außer es klappt, oder wie beim Patrick jetzt, der jetzt im Monat einfach nicht mehr mit dem Trainer kann oder was auch immer, dann macht es Sinn, sonst macht es natürlich sportlich macht's, gar keinen Sinn. Wunderbar. Ja, bitte, gerne. Also mit dem Josi glaube ich nicht, dass es stimmt, weil ich habe mit dem Sepp ja auch schon öfter geratscht über das Thema. Und ich denke, dass auch beim Sepp ein Punkt war, dass er gesagt hat, er macht weiter, dass wirklich das Team so zusammenbleibt. Und ich glaube auch, dass es beim Josi keinen Sinn macht, wenn er in der Liga wechselt oder so. Ich glaube nicht, dass es stimmt. Wunderbar, sehr gut. Dann einmal einen Applaus an unsere Runde. Danke, dass du schon mitgemacht hast. Danke an unsere Experten. Ein bisschen spekulieren wollen wir natürlich auch zu einer anderen Person. Sie sitzt nämlich zufällig hier am Tisch. Karl, wie geht's denn bei dir weiter? Ja, ich weiß nicht, was sprichst du da? Möchtest du damit ansprechen? Ja, du hast ja lange, 3,5 Jahre jetzt in Murnau erfolgreich trainiert. Da denke ich mal, dass, wenn man ein bisschen weg ist vom Fenster, ein bisschen Pause, das Ganze ein bisschen Revue passieren lässt, danach hat man doch bestimmt wieder Lust, irgendwo was zu machen, oder? Ja, natürlich. Also zum einen muss ich jetzt mal sagen, die Zeit beim TSV Murnau war wunderschön, das war super für mich und ich war ja lang ausgestiegen aus dem Fußballgeschehen und es hat wahnsinnig Spaß gemacht beim TSV Murnau zu arbeiten. Zum einen vor allen Dingen mit dieser tollen Mannschaft. Ich muss immer wieder sagen, diese Vorurteile, die es über TSV Murnau gibt, die stammen definitiv nicht von der Mannschaft, weil die hat absolut Charakter. Das ist eine tolle Mannschaft und ich konnte dazu sagen, jeder Tag hat Spaß gemacht bei denen, ob es Training oder Spiel war. Aber du bewirbst dich gerade für die Ehrenmitgliedschaft im Monat, gell? Das weißt du schon. Aber jetzt ist es, du hast zuerst 2 Euro reingeschmissen. Ne? Gut. Jetzt ist es natürlich so, dass die Situation sich ergeben hat, dass ich da halt nicht mehr Trainer bin seit letzten Herbst. Und ja, ich brauche es jetzt nicht verheimlichen. Ich habe natürlich Anfragen gehabt, die eine oder andere auch. Ja, auch interessante Anfragen, muss ich dazu sagen. Und es, wie jetzt im Moment die Tendenz ist, ich weiß es noch nicht genau, aber es könnte so sein, dass ich wieder als Trainer fungiere. Ich möchte noch ein Lobeslied auf den Karl singen. Ich habe auch ein bisschen unter ihm trainiert und der Karl ist ein ganz feiner Mensch, ist ein ganz... Ja, aber es wird noch schlimmer. Ist er ein Trainer, der einen unglaublich sensiblen und feinen Umgang mit seiner Mannschaft hat, der mit jeder Mannschaft zurechtkommen kann und auch muss. Und die Mannschaft muss mit ihm zurechtkommen, weil er eine fachliche Kompetenz hat, die enorm ist, weil er selber auch eine Respektsperson ist, weil er früher auch ein sehr guter Fußballer war, das ich nur gehört habe, kann ich nicht bezeugen. Aber man hat es im Training gesehen, dass er kicken kann. Und er hat, wie gesagt, die Kompetenz ist enorm und jede Mannschaft, die Chance hat, auch ihn zu holen, auch da muss zugeschlagen werden. Karl, trotzdem, um das ganze Thema jetzt endlich mal das leidige Thema abzuschließen. Wie beurteilst du deine Entlassung beim TSV Murnau mit einem halben Jahr Abstand jetzt? Gerade mit den Stimmen, du hast es ja bestimmt selbst verfolgt bei uns im Sporttalk, was da Manuel Pratz darüber gesagt hat, was andere darüber gesagt haben. Und natürlich, wie es am Ende dann, wie es wirklich war. Ja gut, also die Situation war natürlich die, dass man, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man die Saisonen vorher, vor allen Dingen die eine Saison, die letzte, sehr, sehr gut gespielt haben, wo wir am Aufstieg gekratzt haben. Und in Murnau, der Philipp und der Franz wissen es sowieso, ist die Erwartungshaltung sowieso riesig immer. Und wenn dann endlich einmal dieser TSV Murnau an der Bezirksliga-Tür kratzen kann, dann ist es noch größer und umso schlimmer war es eigentlich für alle Beteiligten dann, dass wir in der neuen Saison das nicht mehr bestätigen konnten.
Dazu muss man aber immer wieder dieses blöde Verletztenproblem ansprechen. Das halt mal Tatsache war, das war so und das ist so passiert. Und ich denke, dass, also vor allen Dingen mit dem Philipp Zöpf habe ich natürlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis nach wie vor. Und der Philipp, dem hat es sicher sehr, sehr weh getan, dass er mich entlassen musste oder dass wir uns da getrennt haben. Und es ist halt immer bei so einem Verein wie Murnau ist halt die Erwartungshaltung sehr, sehr groß und von daher stand sicher auch der Philipp unter einem gewissen Druck, dem er dann irgendwann nachgeben musste. Mhm. Also das, denke ich, war der ausschlaggebende Grund. Ich weiß nicht, ob es richtig war, das wird sich zeigen oder in der Rückrunde hat sich jetzt nicht allzu viel bestätigt, dass dies sich enorm verbessert hätte. Allerdings war das halt die Möglichkeit, die der TSV Murnau erhoffte, dass eben durch einen Trainerwechsel nochmal ein Schub kommt, dass die Mannschaft nochmal anschiebt und eben Gas gibt und weiter vorne platziert ist, was halt jetzt im Endeffekt dann auch leider nicht funktioniert hat. Macht man sich da selber Gedanken, ob man nur der richtige Mann ist? Hast du mit sowas auch gespielt? Ich hab das gespürt, muss ich ganz ehrlich sagen, von außen. Natürlich, weil viele kennen die Murnauer Zuschauer und Verantwortlichen und was weiß ich auch immer. Und jeder hat eine, wie ich vorher gesagt habe, eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn dann Spiele mit 4-0 oder 5-0 oder 6-1 verloren gehen, wo wir einfach kein Bein auf den Boden gebracht haben. Wir haben keine Woche mit derselben Mannschaft spielen können. Die Abwehr wurde regelmäßig komplett zerpflückt. Ich habe immer schauen müssen, irgendwie, wie ich das arrangieren kann. Und das war logisch, dass es so nicht funktionieren konnte. Aber der Verein oder die Zuschauer und wer, was weiß ich wer, hat halt erwartet, dass trotz 9 oder 10 Ausfällen, die da nicht dabei waren, nochmal ein Schritt nach vorne getan werden könnte. Ich möchte nur ganz kurz erinnern, der Arthur war da dabei, wie wir gegen Uffing im Pokal gespielt haben. Es war in der Vorbereitung. Und da habt ihr nämlich ein Interview gemacht. Und so ist es. Da habe ich nämlich damals schon gesagt, da ging die Saison noch nicht an, dass das eine sehr, sehr schwere Saison für uns wird. Und dass ich schon ganz bewusst in die Saison gegangen bin und geahnt habe, dass es nicht so leicht wird, wieder vorne dabei zu sein. Also das hat sich damals schon abgezeichnet. Wunderbar. Ich glaube, damit hat man dieses Kapitel endgültig und ein für alle Mal abgeschlossen. Zum Schluss, was in der nächsten Zeit kommt. Es ist nämlich die Relegation und da steht ein Duell schon fest. Erster FC Garmisch-Partenkirchen gegen den FC Aich. Ihr habt euch schon ein bisschen informiert über den Gegner. Wie sind denn die Chancen des FC? Ja, mit dem Ausfall von Stefan Durr gesunken. Der FC Aich als Zweitplatzierter von der anderen Kreisliga im Kreis Zugspitze ist eine Mannschaft mit einem relativ starken Mittelfeld. Die haben diese drei Lankes-Brüder, wovon einer unglaublich torgefährlich ist. Dieser Martin heißt der, glaube ich, Martin Lankes. Der ist unglaublich torgefährlich. Der ist, hat, glaube ich, 15 Tore geschossen jetzt in der abgelaufenen Saison. 14? Entschuldigung, Franz. Als Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler, unglaublich stark bei Standards, ist eine recht kompakte Mannschaft, wird wahrscheinlich relativ ähnlich vom Niveau sein, wobei der Ausfall von Stefan Durr wahrscheinlich für Garmisch relativ schwer zu verkraften ist, was man auch in den Ergebnissen gesehen hat. Und auch die Ergebnisse, was wir am Anfang schon angesprochen haben, der letzten Spiele, die tragen jetzt nicht dazu bei, dass jetzt Garmisch vielleicht mit der breiten Brust da reingeht. Wobei Garmisch diese Spiele, glaube ich, eher bewältigen kann, diese Relegationsspiele, wie es Antorf hätte können, weil Garmisch Spieler drin hat, die Bezirksliga gespielt haben, die erfahrene Spieler drin haben, wie Ansala, die bei solchen Spielen wichtig werden können, weil sie unangenehm sind auf dem Platz. Also ich denke, der FC Aich, ich habe jetzt ehrlich gesagt nachschauen müssen, ist seit 13 Spielen Zweiter, hat einen gewissen Abstand zum Ersten, einen gewissen Abstand zum Dritten. Das war jetzt immer so
Ziemlich eindeutige Geschichte. Ich glaube, die haben schon vor 8 Spieltagen gewusst, sie werden jetzt Zweiter. Ja, weiß ich nicht, so genau habe ich es mir dann auch nicht angeschaut, die Gruppe. Aber die werden relativ vorbereitet in dieses Spiel gehen. Garmisch logischerweise auch, weil sie da die Erfahrung drin haben. Aber wir haben es letztes Jahr gehabt, der Relegationsspiel. Es ist halt einfach ein komplett anderes Spiel. Das ist kein normales Saisonspiel. Das ist, du gehst da hin, da sind viel, viel mehr Zuschauer, wie man es halt als auf unserem Niveau halt gewohnt ist. Es ist unter der Woche, wenn es blöd läuft, dann hast du einen komischen Tag hinter dir. Passieren kann da wirklich viel. Also Garmisch hat ein Problem, dass eben der Tour ausfällt, glaube ich, weil der wirklich einfach qualitativ der beste Fußballer da ist. Und ansonsten kann man für ein Relegationsspiel wenig sagen. Karl, wie stellst du eine Mannschaft ein in so einem Spiel? Ja, also das ist ähnlich wie Bayern gegen Dortmund, sage ich, wie es ein Champions League-Finale ist. Es ist ein Finalspiel, auch für Garmisch jetzt. Und ich sage immer, in so einem Spiel ist alles möglich. Da kann alles passieren. Das sind 90 Minuten. Und also da macht die Summe macht das da die Phrase. Ja. Eigentlich für 2 Euro. Ja. Darum habt ihr ja schon über so gelacht. und ich würde jetzt den FC Garmisch gar nicht so schlecht sehen in dem Spiel, in dem Aufstiegsspiel, weil ich der Meinung bin, vor allen Dingen auch der Moorheinz hat riesige Erfahrung, er kennt sich sehr gut aus, kann die Mannschaft sehr, sehr gut einstellen und für diese Spiele, für diese Relegationsspiele, denke ich, kann es der Heinz schaffen, dass er diese Mannschaft nochmal so aufstellt und einstellt, dass sie da erfolgreich spielen können. Zum FC Eich möchte ich auch noch ganz kurz was sagen, weil den Lankes, der ist mir auch ein Begriff. Und ich möchte nur dazu sagen, das ist ein fantastischer Stürmer, der also von Bayern-Ligisten umworben ist. Also da muss man natürlich höllisch drauf aufpassen. Und das weiß sicher der Heinz besser wie ich. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es nicht, sollte Garmisch dieses eine Spiel gegen Eich gewinnen, dann müssen sie natürlich noch ein zweites Spiel gewinnen. Da treffen sie dann auf den Sieger des Relegationsplatzinhabers aus der Bezirksliga und aus der Kreisliga 2 in München. Und das wird natürlich dann nochmal genauso schwierig wie das Spiel gegen Eich. Also du musst zweimal über deinen Verhältnissen spielen, denke ich. Mhm. Du musst zweimal über deinen Verhältnissen spielen. Dann kannst du aufsteigen, dann hast du es auch verdient. Wie gesagt, glauben tun wir es nicht, der Philipp und ich. Oder Philipp? Mhm. Richtig, Franz, wir glauben es nicht. Ich hoffe es auch nicht für Garmisch. Weil, wie wir vorher schon angesprochen haben, die Bezirksliga ein ganz anderes Pflaster ist, da wieder anderer Wind. Ich zahle später. Danke. wenn man so aufsteigt, so, also nicht so souverän wie Slengries ist, die ja wahrscheinlich auch schon Probleme kriegen werden, dann ist es wahrscheinlich für Garmisch zu früh und dann sind sie Kanonenfutter, wenn sie sich nicht enorm verstärken. Vielleicht besser, wenn sie es nicht schaffen, aber die geben natürlich alles. Schönes Schlusswort unserer Runde. Es war mit Abstand die längste. Wir haben am Abstand am meisten geredet. Wir haben endlich mal auch das Publikum ein bisschen mehr mit einbezogen. Deswegen jetzt zum Schluss die obligatorische Frage. Habt ihr noch was an unsere Runde hier? Keiner mehr? Wunderbar. Die nächste Ausgabe dann, ich mache gleich mal Werbung dafür, dann hoffentlich mit allen 4 Trainern der 4 Kreisligisten an einem Tisch. Mit unseren Experten und dann hoffentlich, dass wir diese ja, sehr interessante Kreisliga-Saison und vor allem sehr ausgeglichene Kreisliga-Saison mal nochmal Stück für Stück ein bisschen aufarbeiten. Ich sage danke an euch. Bitte behaltet die Marktmeisterschaft im Hinterkopf. Vielleicht hat ja jemand Interesse, für das AMK-TV-Team aufzulaufen. Wir würden uns da wirklich freuen. Danke, Servus und bis zum nächsten Mal.